Die Sonne, ein Zwergstern in unserer Galaxie. Sie ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und nach Aussagen von Wissenschaftlern ist die Sonne damit in ihrem besten Alter. Sie geben ihr weitere 7 Milliarden Jahre, bis sie ihre Endphase erreicht und schließlich stirbt. Die Sonne besteht zu 92% aus Wasserstoff und zu 8% aus Helium. Pro Sekunde produziert die Sonne das 20.000-fache an Energie, die auf der Erde seit Beginn der Industrialisierung genutzt wurde. Ohne diese Energie hätte auf unserer Erde kein Leben entstehen können. Die Energie wird durch eine thermonukleare Reaktion im Kern der Sonne erzeugt. Bei den hier herrschenden Temperaturen um 15 Millionen Grad Celsius entsteht aus dem Wasserstoff Helium-4. Eine Reaktion, die Physiker auf der Erde durchführen möchten. Und so funktioniert es auf der Erde. In einer Kammer befindet sich ein Gasgemisch, das aus zwei Wasserstoffisotopen besteht. Das erste ist Deuterium, dessen Kern setzt sich aus einem Proton und einem Neutron zusammen. Deuterium kann aus Meerwasser gewonnen werden und enthält 10 Millionen Mal mehr Energie als Kohle. Das zweite ist Tritium, welches im Kern ein Proton und zwei Neutronen besitzt. Tritium entsteht auf natürliche Weise in der Stratosphäre oder künstlich in einem Kernreaktor. Das Gemisch wird zuerst mit elektromagnetischen Feldern ionisiert und im Folgenden eine hohe elektrische Spannung angelegt. Dabei verwandelt sich das Gasgemisch in ein voll ionisiertes Plasma mit einer Temperatur von etwa 150 Millionen Grad Celsius. Dies ist 10-mal heißer als die Reaktion auf der Sonne. Die Kerne von Deuterium und Tritium verschmelzen miteinander. Es entsteht Helium-4 mit einem Kern aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Übrig bleibt ein freies, energiegeladenes Neutron. Wie daraus die Energie der Zukunft gewonnen wird, ist aber eine andere Geschichte.